Wie macht man eine schöne, gut aussehende, aussagekräftige, vernünftige, übersichtliche Tabelle? Das will ich hier einmal kurz ein bisschen vorführen. Dort habe ich mir irgendwelche Daten geladen. Normalerweise stellt man die Daten nicht so dar, dass hier oben die Kategorien sind, obwohl das für einen Datensatz in der Form richtig wäre, sondern man transponiert das Ganze. Hier fehlt jetzt auch ein bisschen, also man macht das vielleicht, wenn man sehr viele Daten hat, wie jetzt hier, was bei Spurenelementen manchmal vorkommt. In der Regel ist nicht der Fall. Ich schneide hier einfach mal kurz welche weg, damit es ein bisschen übersichtlicher und klarer wird. Es gibt ja auch keine Kommentare. Natürlich sollten hier die Proben irgendwelche Namen haben. Die könnten hier zum Beispiel alles Oliven sein. Und dann ist vielleicht das hier alles Oliven und das hier nicht. Also das hier ist alles Oliven. Und dann gibt es neben diesem Olivin, das ist jetzt bestimmt falsch, ja, die Formel anguckt, das ist jetzt nur gerade zur Illustration. Und hier ist irgendwie Pyroxen in diesen ganzen anderen Sachen hier. Ich will jetzt mal gar nicht arg viel mehr noch nehmen, also man könnte vielleicht noch Feld sparen. Noch mit dazu nehmen. So, dann das erste, was ich mache, ist, ich transponiere das gerade. Ich gucke erst mal, was wichtig ist. Die Nummer hier, die ist in der Regel überhaupt nicht wichtig, also die wird schon mal gelöscht. Diese Gruppe hier oben oder was da noch alles steht, wird auch gelöscht. Dann nehme ich das, kopiere das, setze es hier unten rein und transponiere das Ganze und lösche das hier oben alles raus. Brauche ich alles nicht mehr, habe ich jetzt schön hier unten. Dann müssen natürlich diese ganzen Sachen in die erste Zeile rein, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, beziehungsweise es gleich noch braucht, dann hier oben ein ganz klein bisschen Platz rein. So, jetzt als erste, was ich mache, ist, ich gucke mal nach den Nachkommastellen. Die sind sehr unterschiedlich, die Nachkommastellen. Ich mache es mal ein bisschen größer auch. Die Nachkommastellen sind sehr unterschiedlich. Die machen wir natürlich als erstes mal gleich. Hier oben Nachkommastellen bei der Mikrosonde machen zwei Nachkommastellen Sinn. Da muss man sich immer überlegen, geräteabhängig, wie viele Nachkommastellen Sinn machen. Bei der Mikrosonde wären das hier zwei. Es ist oben hier alles linksbündig, der Rest ist rechtsbündig. Das heißt, jetzt setze ich auch mal alles nach rechts. Und dann natürlich, was ich mache, ist, ich sortiere dieses Ganze hier, indem ich die ganzen Feldspäte zusammen mache und die ganzen Olivine hier zusammennehme. Also das kommt hier alles nach hinten. Noch zwei Pyroxen kann ich so ausschneiden und hier hinten Insert Cut Cells. Der Olivin kommt noch nach hier vorne und das müsste es jetzt eigentlich auch schon gewesen sein. Jetzt habe ich hier vorne überall Olivin, dann Pyroxen, dann Feldspat. Sind die alle ein bisschen zu breit, dann kann ich die alle markieren. Und dann geht es jetzt nicht weiter. Und so alle gemeinsam markieren. Und vielleicht ein ganz klein bisschen zusammenschieben, damit es noch halbwegs übersichtlich bleibt natürlich. Dann hat das Excel immer das Problem, dass hier vorne genauso, dann steht hier natürlich auch nicht mehr Comment, sondern gar nichts. Jetzt hat Excel das Problem, dass hier immer diese Zellen angegeben sind. Das ist natürlich nicht besonders schön. Was man hier machen kann, ist bei View die Gridlines wegnehmen. Und dann kann ich das ein bisschen selbst formatieren. Und wir machen hier immer relativ spartanische Formatierung. Also, es sind alles Vorschläge natürlich. Also, der Vorschlag ist hier, dass man relativ spartanische Formatierung macht, weil die meist irgendwie am übersichtlichsten sind. Also, hier unten eine Linie rein, da unten eine Linie rein und fertig. Was jetzt hier tatsächlich schon der Fall ist, dass diese Elemente, nee, noch nicht, dann werden die sortiert. Also, und dann kommen erstmal die dreiwertigen hier oben her. Also, das sind die vierwertigen, SE und Titan. Dann kommen die dreiwertigen und immer so ein bisschen nach absteigender Häufigkeit. Also, deshalb Aluminium und Chrom. Natürlich Chrom in der Regel seltener ist als Aluminium. Dann hat man hier meistens Eisen oder Magnesium, Eisen. Genau das Gleiche. Also, man findet diese Reihenfolge sehr oft auch in Papern. Das ist jetzt nicht was, das ich mir so ausdenke. Dann kommen die zweiwertigen, dann kommt einwertig, dann Mangan ist natürlich, sage ich wahrscheinlich gleich das Problem. Mangan würde hier noch hinter Eisen kommen. Und dann kommen ja so die Alkalis. Jetzt habe ich diese
Ding hier unten dran, das mache ich dann schnell wieder weg. Und dann habe ich das hier vorne, kann man es vielleicht ein bisschen schmaler machen. Das erste ist immer rechtsbündig, der Rest ist dann linksbündig, der Rest dann rechtsbündig. Natürlich sollten hier diese ganzen Sachen nach unten gestellt sein. Das werde ich jetzt nicht hier für alle machen, bloß für diese beiden hier exemplarisch, aber das sollte bei allen so sein. Also die wichtigen Sachen sind hier ein bisschen Sortierung rein, die gleichen Nachkommastellen und vielleicht so ein ganz klein bisschen Übersicht. Was man dann auch noch machen kann, ist, dass man sagt, vielleicht kommen die von unterschiedlichen Lokalitäten. Das ist alles Olivin, aber Olivin von unterschiedlichen Lokalitäten. Kommt hier vielleicht Lokalität 1 und dann kommt natürlich kommen erst die Olivin der Lokalität 1 und dann kommt die Lokalität 2. Und das sind dann die restlichen Olivine und das gleiche für Pyroxen. Hier oben muss aber klar sein, dass alles Olivin ist. Das gehört auch noch dazu, ich schreibe hier Olivin rein. Und dann gibt es was, das nennt sich Merge Cells. Und damit kriegt man das alles in der Form hier zusammen. Und das gleiche, das wird dann auch noch, vielleicht sogar noch Log 3. Dasselbe lässt sich dann für Pyroxen machen. Hier wird es ebenso Merge in Center. Und hier hat man dann vielleicht auch Log 1 und vielleicht gibt es hiervon auch nur zwei Lokalitäten. Also da hier gibt es vielleicht nur Log 1 und Log 2 und der Feldspalt, der kommt nur von Log 2 oder nur von Log 3, sonst von gar nirgends. Und sonst hat man ihn eben nirgends gefunden und das hier ist dann der Feldspalt. Auch hier kann man den wieder so drüber machen. Im Zweifel, wenn das jetzt ein bisschen zu unübersichtlich wird, wo der Olivin aufhört, was natürlich sehr schnell sein kann, weil man rechts es nicht richtig erkennt, lässt sich hier an der Seite zum Beispiel nur eine Right Border reinmachen oder am besten macht man die dann hier für Pyroxen rechts und links rein. Kann man gar nicht gleichzeitig machen. Oder More Borders, dann geht es glaube ich irgendwie. So, dann machen wir hier rechts und links die rein und macht die vielleicht einfach nur zu gestrichelt oder punktiert oder sonst irgendwas hier. Und dann wird das Ganze hier noch ein bisschen übersichtlicher. Man kann die auch in den Grauton machen, einfach damit die weniger auffällig sind. Color, vielleicht in einem hellen Grau. Dann ist es klar, aber es sind ein bisschen weniger auffällig. Dann hat man hier schon eine Tabelle, die im Grunde genommen ausreichend übersichtlich ist und mit der man sehr gut was anfangen kann. Als letztes braucht man für jede Tabelle eine Überschrift. Jede Tabelle hat eine Überschrift. Da steht zum Beispiel Tabelle 1, Doppelpunkt. Und dann steht hier Element, Zusammensetzung und dann kommt Gewichtsprozent, damit man auch weiß, worum es hier geht. Der drei unterschiedlichen Lokalitäten. So, da kommt wirklich, das ist nur eine Beschreibung, was das für eine Tabelle ist. Mehr nicht, keinerlei Erklärung, sondern nur, was das für eine Tabelle ist. Das Elementzusammensetzung sind von drei verschiedenen Löcke fertig. Jegliche weitere Information kommt hier in eine Unterschrift. Das ist anders als bei einer Abbildung. Bei einer Abbildung gibt es nur eine Bildunterschrift. Hier kommen auch nur Infos rein, die nicht hier reinpassen. Zum Beispiel kommt hier rein, da steht 0 bei NH2O, das macht keinen Sinn, 0, weil 0 wird man sich hier nicht messen. Und hier schreibt man vielleicht rein, below detection limit. Ja, dann ist es schon sehr viel besser. So, below detection limit. Das kann man hier überall reinmachen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für detection limit. Das eine ist, dass man es so macht. Below detection. Jetzt haben wir hier ein DL stehen. Das muss natürlich in der Unterschrift erklärt werden. Am besten macht man so Unterschriften auch vielleicht mit Textboxen, die kann man nachher leichter kopieren. Insert, dann gibt es irgendwo Textbox, finde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle. Irgendwo gibt es Textbox, ich mache es einfach so rein. Ich mache es mal direkt hier unten drunter und das sollte dann direkt stehen, was hier drin steht. Also bei DL, wobei vielleicht besser auf Deutsch, dann würde da stehen MG oder unter Nachweis oder... Oder MG wäre dann wahrscheinlich groß. Sowas wie hier Nachweisgrenze. So, hier sind einfach nur Erklärungen da.
Wobei Detection Limit ist manchmal gar nicht so gut. Am besten ist es, bei der Mikrosonde wird Detection Limit ja ausgespuckt. Man hat die und dann schreibt man die genau rein. Schreibt nicht, weil dann hat man eine echte Zahl, weil es gibt eine Information. Nicht DL, sondern man schreibt hier rein kleiner, 0,021. Ja, dann weiß man nämlich, also sollte vielleicht noch eine 0 davor, dann weiß man, dass weniger als 0,021 drin ist. Davor, Detection Limit, wenn es nirgendwo steht, weiß man das nicht. So hat man eine zusätzliche Information, die natürlich besser ist, wenn man die reinschreibt. Natürlich kann man vielleicht irgendwo mal was gar nicht gemessen haben. Dann soll hier kein Minus stehen, sondern einfach nur ein, so einfach nur ein, ah Gott, wo ist dieser Apostroph nochmal? Hier. So einfach nur ein Strich, dafür, dass hier nichts drin ist. Dann richten wir dann auch wieder nach rechts aus und das haben wir vielleicht an mehreren Stellen, dass wir irgendwas gar nicht gemessen haben. Und dann richten wir alles Excel schön wieder links aus. So, dann sieht es in der Form aus, wenn wir es gar nicht gemessen haben. Also entweder Below Detection Limit oder das Detection Limit direkt reinschreiben, ist hier tatsächlich am besten. Und diese Tabelle kann man dann wieder Copy-Paste in eine Arbeit reinmachen oder man hat eben hier das drüber stehen und hier was drunter stehen und kann das dann übernehmen. Ja, hier können vielleicht steht ja auch mal irgendwas dran. Stern und dann steht natürlich dran, wie der Stern noch erklärt hier. Extern gemessen. Ja, wenn es nicht selbst gemessen wurde, sondern wenn man den Wert von irgendwo hat und dann kommt natürlich hier das Literatur, das Zitat dazu und dann hat man diese Sachen. Also so würde dann beispielsweise eine Tabelle aussehen und ja, die wäre wunderbar, schlicht gehalten. Nachkommastellen, Überschrift, Unterschrift. Und am besten ist wirklich, man macht Überschrift und Unterschrift sofort. Wenn man denkt, macht man später, das ist meistens tatsächlich sehr nervig und sollte man am besten nicht machen. Eine Sache, die ich noch vergessen hatte, natürlich geht man hier unten durch und schaut, ob die Summen stimmen und sagt zum Beispiel, Summen größer 102 möchte man gar nicht haben. Dafür gibt es dann Conditional Formatting. Conditional Formatting. So. Das ist mir bei Excel immer ein bisschen kompliziert. No Blanks. Die sollen einfach nur größer sein als irgendwas. Okay, vergiss. Irgendwie so funktioniert es, ist mir jetzt auch wurscht. Jedenfalls alles, was größer als 102, das gehört das dazu. Da gehört das dazu. Das hier ist kleiner als 98, das vielleicht auch. Die gehört dazu, die fliegen raus. Ja, das sind schlechte Werte, die wollen wir nicht haben. Also auch nach den Werten gucken, jetzt muss man das hier neu machen und so weiter. Aber ich glaube, die allgemeine Idee ist jetzt mittlerweile klar geworden. So kriegt man gute und aussagekräftige und übersichtliche Tabellen hin.